Ja, hallo zusammen, herzlich willkommen zum zweiten Teil. Sollte jetzt der erste noch nicht so lange her gewesen sein für euch, für mich schon. Lagen jetzt ein paar Tage zwischen, aber ich habe mir gedacht, wir müssen ja mal diese Mission hier fertig zocken, Alter. Und hier, ne, Hälfte haben wir geschafft. Schlagen uns, würde ich sagen, so mittelprächtig, weil, naja, unsere Verbündeten rücken hier vor, ist aber einiges an Infanteriewiderstand, auch nicht offenes Feld so sehr, dass ich mit meinen Panzern so viel machen könnte. Ist jetzt auch nicht so, dass ich so super viele hätte. Ich kriege die feindlichen Jäger einfach nicht weg mit meinen Lappenflugzeugen und hier unten die Infanteristen, die hier runtergelaufen sind vom Gegner, haben uns ziemlich zu schaffen gemacht, aber sind letztendlich vernichtet. Deswegen kann es jetzt so langsam hier weitergehen. Mein Plan ist ja trotz allem, hier diese Zusatzmission zu machen und das da zu erobern. Hier irgendwo ist aber noch dieser feindliche Panzergeneral ja, mal gucken. Müssen wir halt machen. Hier geht es auch so langsam voran. Ich glaube, bis auf diese Jägerstaffel und eine Jagdbomberstaffel hat der Gegner keine Flugzeuge mehr, was natürlich jetzt ein Vorteil für mich ist und ihr seht, Hälfte der Spielzeit ist rum. Deswegen, ich check mal kurz, ob das Video läuft, wie es soll, was es tut. Und ja, dann würde ich sagen, springen wir doch mal direkt hier rein und machen weiter. Die Runde war zu Ende beim letzten Mal. Ich habe immer noch hier die vollen Truppen. Allerdings muss ich die ein oder andere Einheit mal ein bisschen wieder auffüllen, replenischen hier, damit es vernünftig weitergeht. Und ja, ich muss mal gucken. Also vor allem die Artillerie wird natürlich gerne angegangen. Macht der Computer immer gerne. Ist ja auch logisch, weil es teuer, die zu ersetzen. Und ich muss mal jetzt gucken. Also ich werde ihm auf jeden Fall weiter befehlen anzugreifen, damit die das mal hier fertig machen und dann hier rumschwenken. Weil das hier ist schon heftig. Und ja, so super toll sind die hier nicht mehr aufgestellt. Ich kann aber gerade auch nicht viel supporten. Also ich habe ja hier meine Brückenpioniere schon fast verloren. Und ja, ich würde sagen, ich mache einfach mal Endturn, was halt damit der Start richtig des Videos ist. Und wir gucken mal, wie das so wird hier. Das ist sehr gut, aber die hätten vielleicht replenischen sollen, weil die schon ziemlich nieder sind. Okay, rücken sogar noch nach. Das ist natürlich ganz geil, dass die mich hier unterstützen. Finde ich sehr gut. Denn das sind alles so die Ziele, bis auf den Panzer jetzt natürlich, wogegen Infanterie einfach echt gut ist. Und ja, Problem ist halt, ja okay, da steht er wieder sehr exponiert. Mal gucken, ob ich ihn jetzt diese Runde mal wegkriege. Ja, ich bezweifle es fast. Naja, aber gegen halt eine Pack oder feindliche Panzer, die auch irgendwie relativ stark sind hier im Moment, oder eben auch so eine Luftabwehr, die auch ein bisschen Pack-ähnlich sich wehren kann. Na, da ist die Artillerie weg. Naja, schade Pech. Dann könnte ich vielleicht eine meiner Reserven ins Spiel bringen, denn ich habe ja noch, noch einen Jäger. Ne, einen taktischen Bomber und eine Pack brauche ich nicht. Den Bomber vielleicht, damit es hier ein bisschen schneller vorangeht. Das wäre eine gute Idee, denke ich. Also, holen wir den. Aus der Reserve verschieben. Okay, und wir setzen den auch mal hier oben ein. So, ich muss jetzt nur gucken. Die feindliche Jägerstaffel hat hier gerade nichts gemacht. Das heißt, die haben wahrscheinlich einfach replenished. Also kann ich ihn hier voll angreifen. Ich weiß nur nicht, ob ich mit allen Flugzeugen da hinkomme. Okay, er schafft es auf jeden Fall. Doch, das wird reichen. Nein, das war das falsche Feld. Das Feld geht. Ich hatte das ja irgendwo schon mal erwähnt, natürlich mache ich das immer, da war zum Beispiel jetzt das andere Feld auch besser für meine Stats, aus welchem Grund auch immer. Ich mache das nicht mit diesem Redo hier oder Undo oder sowas, aber wenn ich so ganz offensichtlich falsch klicke, weil zu doof, also ich habe zum Beispiel jetzt bei ihm gedacht, er steht direkt hier neben, war aber ein Feld zu hoch, dann gönne ich mir das, weil da bin ich dann eher so Tabletop-mäßig drauf und denke mir, komm, hier freundschaftliches Spiel und so, wenn ich ja vorher sage, okay, der wird jetzt dahin fliegen, um deinen Jäger anzugreifen. Und ich meine, und mir dann mein Gegenspieler kommt mit so, ja, aber sorry, du stehst halt ein Zoll zu weit weg, deswegen geht der Schadschmuff jetzt nicht und bla. Dann würde ich sagen, Alter, ich habe dir doch gesagt, dass der das extra machen will. Und du hast ja auch gesehen, es ging von der Bewegung. Also, so, ne? Ja, schon wieder schlecht von den Stats, nur einen statt zwei weggekriegt. Wieder nur einen. Alter, jetzt sag nicht, ich krieg den wieder nicht kaputt. Ah doch, das sollte jetzt aber reichen. Alter, das kann doch nicht wahr sein. Wieder.
Ihr müsst euch das vorstellen. 5 solche Jagdbomber, die da rumfliegen, ja. Und ich bin hier mit 10, 20, 27, was weiß ich, 30, 35 Flugzeugen hier, umringe diese 5. Alle gehen ab wie Teufel und ich schaff's nur, 4 Flugzeuge abzuschießen. Richtig, richtig schlecht. Naja, also hier habe ich 2 Bomber. Hier habe ich einen Bomber, den habe ich gerade erst eingesetzt. Genau, mehr hatte ich auch gar nicht. Okay, dann würde ich sagen, nehme ich die Bomber doch mit nach vorne natürlich, um irgendwie was zu machen. Die Frage ist nur was. Hier oben supporten kann ich im Moment nicht so gut wegen dieser Luftabwehr. Außerdem sollten die Typen das ja hier eigentlich nur selber schaffen. Da wäre jetzt ein taktischer sehr gut drauf. Also hier ein strategischer Bomber. Der hat aber nicht genug Reichweite. Und ich kann ihn nicht nach vorne verlegen, weil das nur ein kleines Flugfeld ist. Gut, dann gucke ich mal hier konkreter. Also, da ist eine Infanterie, hier sind meine Brückenpioniere, die Artillerie ist weg. Also hier sieht es gerade nicht so gut aus. Hier würde ich ja gerne weitermachen. Problem ist, da steht eine Luftabwehr. Das heißt, die mache ich vielleicht erstmal mit dem Panzer weg und supporte dann mit den Flugzeugen. Das ist ein guter Plan. Da muss ich nur gucken, wie ich die angreife, weil die Artillerie da oben Unterstützungsfeuer gibt. Meine Artillerie... Nee, das ist eine Pack. Nicht so gut. Dagegen wäre die gut oder da. Ach, da ist wieder der Panzerkommandant hier mit seinem Superpanzer und wieder aufgerüstet und naja. Das feindliche Luftabwehr. Wir könnten hier mit. Mache ich auch. Ja, klar. Supported. Ist zwar nur noch einer, aber unterdrückt die trotzdem ziemlich stark. Okay, er zieht sich nicht zurück. Dann ziehe ich mich zurück. Mit dem nächsten drauf. Also von den Stats hier, aha, da steht er natürlich echt sehr exponiert gegen diesen Panzer hier, gegen diesen Kommandanten. Aber machst du halt nichts, der muss nämlich weg. Alter, das gibt es nicht. Wieder. Okay, zum Glück hat er sich ergeben, aber auch wieder. 8 Panzer schaffen es nicht, 2 so Dinger kaputt zu machen. Das geht mir schon ziemlich auf die Nerven. Pack sollte dahin, um ihn zu supporten. Sehr guter Plan. Problem ist nur, die müssen eigentlich alle weg. Das sind sogar noch Gegner, ne? Ja. Sollte ich jetzt verrennen? Hat auch geklappt. Das heißt, er kann nochmal. Minus 2, minus 1, weil es Pack ist. Okay, und die habe ich natürlich schon eingesetzt. Das heißt, dafür sollte ich jetzt vielleicht mein Flugzeug nehmen. Der muss weg und der muss eigentlich auch weg. Aber wir machen erstmal die Pack weg hier. Mal schon mal ein Problem weniger. Eigentlich wäre auch ein Flugzeug auf dem Lappen da gut. Da habe ich aber die Reichweite nicht für. Aber die Artillerie würde ich nicht kriegen oder den Panzer. Ich glaube, ich gehe sogar eher auf den Panzer. Und lasse die Artillerie, die gar keine ist, sondern auch eine Pack, einfach Pack sein. Das heißt, von hier kann ich nicht angreifen, weil der die dann supportet. Ja, deswegen sind die Stats hier so mies. Ah, schon etwas ätzend. Was kann ich dagegen machen? Ich habe hier meine Pack. Die muss dahin. Mache ich jetzt auch. Vielleicht ziehe ich einen Panzer hier rein und greife einfach nur nicht an, damit er weiter eingekesselt ist und er hier nicht... wobei kann er trotzdem, wenn er da hochgeht. Das ist schon ziemlich mies. Aber ich werde jetzt trotzdem auf den Panzer erst gehen, weil... Moment mal, eben gucken, ob er zu bis zur Pack kommt. Ja, natürlich, genau. Bis zum Panzer bringt mir nichts. Nee, damit einfach ein paar Panzer schon mal weg sind. Damit hier nicht mehr 9 sind, sondern nur 7. Natürlich nur 8, weil wir haben alle keinen Bock oder so. Ich weiß es nicht. Aufklärer könnte ich nur... Den könnte ich auch wieder in den Pack reinsetzen. Sollte ich vielleicht auch machen. Aber jetzt gleich kommt er wieder mit dem Flugzeug da angeschissen. Deswegen gehen wir einfach im Feld weiter nach vorne. Tja, und mein Aufklärer, was mache ich damit? Ich stelle ihn mal hier vorne hin, genau, damit er auch noch eingekesselt ist. Und jetzt muss ich gucken, hier, dann wäre er nicht mehr eingekesselt, das wollen wir nicht. Also gehe ich nur hier hin, ich greife aber nicht an, wegen dem Drecksding da. Das heißt, hoffentlich greifen die gleich ihn an. Und ich denke, im Angriff kann der Panzer hier nicht so viel machen. Naja, aber müssen wir einfach sehen. So, mal kurz überlegen. Die kann ich noch nicht. Die könnte ich jetzt mal nachziehen. Mache ich natürlich auch. Eigentlich ja sogar lieber da hoch.
die hier müssen resupplied werden. Ah, die werden gleich eh fertig gemacht. Aber ist egal, ich mache das jetzt einfach mal, damit die eine Runde länger durchhalten. Vielleicht noch, hoffentlich. Tja, und sonst kann ich hier nicht viel machen. Schade, dass ich die Flugzeuge nicht nach hier vorne verlegen kann. Denn dann könnte ich hier auch ein bisschen noch Moral drücken und unterstützen, aber es geht halt nicht. Ich werde mal einen zu dem Flugfeld verlegen. Vielleicht reicht das dann genau, um hier zu supporten. Wobei, dann kann ich es auch direkt mit beiden machen, weil der hier unten macht ja sonst eh nichts mehr. So, mit dem Aufklärer, ich meine, wir können ja mal für Spaß hier drüber fliegen. Vielleicht mal hier hin. Ach du Scheiße. Okay, also das Feld einzunehmen, ist ziemlich hart. Weil ich meine, was hier noch an Zeug steht und dann hier noch im Hintergrund ist. Nee, Alter, also ich glaube, da werde ich eher nicht mehr zu hart hier vorpushen, sondern gucken, dass ich mir die Siegfelder einfach hole. Und dann gucken wir mal weiter, wie das läuft, weil ganz ehrlich, ey, das ist ja so jetzt schon relativ hart, weil meine Einheiten, irgendwie sind die alle kacke. Und, ja, hier, die Verbündeten, die sind geil, die rocken das. Die machen alles kaputt, nehmen alle Felder ein, sodass ich keine Punkte dafür kriege. Die sind nicht replenished, werden sie weg. So leben sie noch. Jetzt terrorisieren die da unten. Wenn die ans Flugfeld kommen, wäre schlecht. Also muss ich jetzt gleich einen Panzer da runterziehen. Mist, ich habe den Flammenpanzer hier unten übrigens vergessen. Der kann nämlich auch gleich da mal ein bisschen helfen. Ja. Boah, alle weg. Hat sich ergeben. Na geil. So toll. Tja, das sieht echt nicht rosig aus. Hier habe ich noch eine Artillerie, die ich vorhin auch vergessen habe zu bewegen. Könnte ich aber jetzt mal machen und ich ziehe einen Jäger davor, um... oder da drauf sogar, damit der nicht... Ach nee, das war der falsche. Na egal, zieh mal halt noch einen Jäger nach vorne. Einfach damit der nicht angegriffen werden kann. Also von einem Flugzeug. So. Das will ich mal gut überlegen. Ich hätte ja gerne die jetzt hier weggemacht, geht aber nicht. Ja, er ist gleich wieder in voller Stärke da. Er auch, toll. Hm, okay, aber wir pushen nicht mehr hier hin, sondern ich gucke echt, dass ich hier unten was mache. Tja, ziemlich mies. Na klar, toll. Tja. Sind zwar auch nur Brückenpioniere, aber mit irgendwie Panzern kann man da gar nichts machen. Die steht da gar nicht so schlecht. Die steht natürlich jetzt wieder nicht so geil. Ist egal, hier habe ich noch ein erhöhtes Feld, gut. Wenn ich angegriffen werde, wahrscheinlich immer noch im Vorteil für mich, aber... Okay, und den dahinter zieht, wobei dann greift er halt einfach einen anderen an. Oder er kommt hier mit der Infanterie einen runter und greift den dann an, das ist auch blöd. Nee, dann lieber anders. Wenn ich jetzt aber hier zu weit weggehe, könnte es auch sein, dass der hier mit irgendwas dem da zum Beispiel kommt, auch wieder die Artillerie angeht. Ah, verzwickt, verzwickt. Okay, ich lasse ihn einfach stehen und werde ihn replenischen. Ich könnte Hilfstruppen noch dazu kaufen, sehe ich gerade, weil ich habe 4 Italiener frei. Kavallerie wäre schön schnell vorne, Problem ist nur, die sind mir viel zu teuer. Eine normale Infanterieeinheit einfach, Alter, wie, warum belegen die denn so viele Felder? Oder noch ein Panzer?
Ja, die Panzer machen gerade nicht so viel. Eigentlich sollte ich echt noch mehr Infanterie nehmen. Ich hole mir jetzt auch mal einfach ein und schicke die gleich nach oben. So. Und eins hätte ich jetzt noch, aber ich glaube für eins, okay, ich würde Brückenpioniere kriegen, habe ich nicht viel von. Eine Pack, aber ohne. Ah doch, mit Truck sogar. Okay, wäre eine Option. Der ist ganz cool. Also sieht zumindest cool aus. Ja gut, ich würde sagen, nehmen wir tatsächlich einen Pack. Mit Pferdewagen aber nur. Wir müssen ja ein bisschen sparen, ne? So, und den, ja gut, werde ich dann auch hier unten einsetzen. Ha, ätzend. Ja, machst du nichts. Gut. Ihr dürft weiter attacken. Der macht einen Moment Pause. Die Luftabwehr noch einen hochziehen können, oder zwei. Könnte man. Ich möchte das Flugfeld nicht verlieren. Ne, ich ziehe ihn wieder auf dem Flugfeld, weil nicht, dass der hier runterfährt und dann alles schlecht und so. Na super. Einmal Infanterie kaputt. Dann will ich jetzt aber einen Panzer als Verstärkung holen. So, mal gucken, die beiden vier Erzieher, welcher besser ist. Der hier ist besser gegen Panzer und auch teurer. Und besser in der Verteidigung. Okay, nehme ich den. Und wir nehmen direkt 13 Stück, weil geht vom Count hier noch. Zwei, drei, aber es sind beides Panzer. Habe ich jetzt eigentlich nicht so Bock drauf, die da so zu verlieren oder so. Mache ich auch nicht. Der ist eingekesselt, der soll einfach nur ein bisschen Moralschaden jetzt weiter kriegen. So, der hier hat replenished, den müssen wir mal direkt angreifen. Der muss auf jeden Fall zurück, ist eingekesselt. Tja, den kriege ich nicht leicht weg, den aber auch nicht. Eieiei. Das ist der Jäger, das heißt, ich kann hier auch nicht bombardieren. Ich müsste jetzt gucken, ob ich mit meinen Jägern noch... Ne, das ist ein Bomber. Ob ich mit meinen Jägern jetzt noch bis dahin komme? Ne, wir kommen hier natürlich nicht. Geil. Dann verlege ich die mal nach vorne. Müsste man eigentlich auch teilweise wieder replenischen, weil die echt mitgenommen sind. Den nicht. Aber den. Ja, er wird da hinkommen, aber alleine bringt es natürlich nicht viel. Luftabwehr ist jetzt zu weit weg, um wirklich zu supporten. Ich will auch eigentlich gar nicht weiter nach da oben hin. Ah, okay. Warum ist das jetzt... Na nee, war der falsche. Der ist nicht. Okay. Ja, der blockiert dieses Feld mit. Also selbst wenn ich meinen Panzer wegziehe, gilt er noch als eingekesselt, weil der das Feld blockiert und er das und oben sowieso. Tja, was machen wir da? Den nicht angreifen, aber mal hier. Das hier wäre eigentlich ganz gut gegen diesen Panzer, aber ja, nee, das war doof. Besser wäre das Feld gewesen, aber naja, kann ich jetzt nicht mehr ändern. Also könnte ich schon, mache ich aber nicht. Ja, das Panzerchen kann im Moment nicht viel machen, deswegen werden wir den replenischen. Den würde ich auch gerne, kann aber nicht wegen eingekesselt. Wenn ich jetzt hier hingehe, ist das Problem, dass die gleich hier angreifen und was kaputt machen. Er wahrscheinlich nachsetzt, die Pack deckt da nicht. Ist also nicht ideal. Ich hätte vorher da mit der Artillerie drauf schießen müssen sollen. Es bringt nichts da drauf zu gehen. Das bringt jetzt eigentlich auch nicht viel, aber naja. Ja, und hier gucke ich einfach, was ich krieg.
Der ist jetzt natürlich durch den geschützt. Das ist sehr ärgerlich, weil gegen den Panzer, da kann ich nicht viel anderes machen als Artillerie, also Moral niedermachen mit Artillerie und dann noch mit Panzern draufgehen. Vielleicht so ein Pack, aber einfach mit meinen Panzern dagegen kämpfen, das läuft nicht. Hier war alles soweit bewegt. Der könnte, ne genau, wollte ich ja aber nicht und das auch nicht. Ja, okay. Dann nächste Runde. Es wird eng. Also alleine schon nur mit den Feldern. Ja, ich bin jetzt schon mal von diesen Bonuszielen, obwohl ich die echt gerne hätte, schon mal ganz weg. Aber ganz ehrlich, da links, das ist so eine fette Zusatzstreitmacht. Vielleicht hätte man die komplett einfach links liegen lassen sollen. Ich wäre mit allem hier hochgefahren, hätte erstmal mit meinen Verbündeten die Siegfelder geholt. Vielleicht dann sogar noch das. Oder von hier aus dann alle hier rüber. Aber ich kann jetzt zum Beispiel nicht die Verbündeten da rüber schicken. Das hätte ich nämlich gerne als erstes gemacht, dass die quasi alle da rüber schwenken. Wir erstmal diese Mega-Basis da platt machen. Und dann hier einfach alles so überrollen. Aber irgendwie war das halt nichts. Zum Glück habe ich den da stehen lassen. Ich hatte nämlich überlegt, den wegzuziehen, aber der hätte es jetzt nämlich sonst einnehmen können. Dann wären die ganzen nach vorne verlegten Flugzeuge wären wieder zurückgeflogen. Das wollen wir natürlich nicht. Rennen wäre cool, schaffe ich hiermit aber noch nicht. Aber wenn ich hiermit erst drauf gehe, weil dann würde ich den gerne auch noch mit angreifen. Ah, okay. Hat schon so geklappt. 0-3, wir schicken aber trotzdem noch einen Bomber vorher drauf. Dann ist da ein Bomber drauf. So, und Jäger. Okay, müssen den Jäger angreifen, weil der Bomber geschützt ist durch den Jäger. Cool, jetzt auf einmal schaffen sie es mal. Geil. Das ist gut. Artillerie erst, wobei das werde ich hier drauf machen. Warum sind meine Panzer so scheiße? Ich meine, es ist erst 36, aber trotzdem ist doch irgendwie. Gut, dass der hier überlebt hat. Ich krieg hier nichts weg. Ja, verliere ich wahrscheinlich gleich die Luftabwehr. Müssen wir mal gucken. Das wäre noch eine Option. Ich glaube aber, ich werde erstmal hier angreifen und dann hier rüberfahren, damit er eingekesselt ist. Genau. Schade, dass ich hier nicht mehr wegmachen konnte als nur die paar da, also so, dass er noch so viele hat. So, das ist eine Pack. Die muss natürlich so fahren, dass sie wieder eingesetzt ist. Also bis hierhin vielleicht. Den könnte ich noch weiter ziehen. Da natürlich nicht hin, schade. Ziehe ich den hier nach. Mal hier noch so einen Bomber. Ich meine, das ist jetzt eigentlich egal, aber ich lasse ihn trotzdem drauf. Alter, was soll's. So, ah ja, und hier habe ich ja auch noch einen. Stimmt. Shit, den hätte ich nehmen sollen, wenn er denn bis dahin gekommen wäre. Naja. So, hier oben war, glaube ich, nichts mehr mit Luftabwehr. Die habe ich ja vorhin weggemacht. Den sollte ich aber auch mal irgendwie wegmachen. Hier ist ja noch ein Jäger. Hm. Jetzt zwei wegzunehmen ist zwar cool oder da, bringt mir aber jetzt nicht so viel. Ich gehe mal hier auf die Pack, damit ich hier gleich mal weiterkomme. Der kommt nicht bis da unten hin. Okay, aber da, den kann ich mir wenigstens machen. Ja. Und dann fahre ich wieder runter. Pack steht da scheiße gerade, aber kann ich nicht ändern. Ziehe ich einen zurück. Der kann gleich wieder mitspielen. Also die Panzerstärken sind im Moment in Ordnung.
Das hier ist okay, ich rück da auch. Also ich denke schon, dass ich die Mission schaffe. Aber ich werde halt ja, wahrscheinlich nichts von den Bonuszielen schaffen. Also so viele Truppen, die hier links stehen, da schätze ich mal, dass hier oben fast gar nichts ist. Aber völlig kampflos wird das nicht gehen. Also selbst wenn ich mich hier durchgekämpft habe, ich würde ja direkt hier hin eine Einheit stellen oder da und hier. Dann kommt hier so gut wie gar nichts mehr durch. Aber trotzdem, ne? Ich glaube nicht, dass man die einfach alle so leicht einnehmen kann, die Felder. Da könnte man ja zum Beispiel einfach mal hier den Aufkleber hinschicken und mal gucken. Ja, Pack, Infanterie, Artillerie. Das ist nicht ganz so viel, das wäre machbar. Vor allem, weil die nicht hier diese Enge verteidigen, sondern, ich meine, erhöht, okay, blöd, aber trotzdem. Nice rhyme. aber trotzdem, ne, wenn man einmal hier rüber ist, dann sollte eigentlich was gehen. Gut, ich kann auf jeden Fall hier nichts mehr machen, großartig. Ja, doch, hier. Den habe ich die ganze Zeit vergessen, offensichtlich. Ich werde nicht angreifen, sondern irgendwie replenischen, damit er für später wieder voll ist. Ich hätte einfach nicht die Elite nehmen sollen, weil das sind eh nur Hilfstruppen. Aber gut. Na, allzu viel Zeit ist nicht mehr, aber ich meine, die Verbündeten haben jetzt gleich die Felder ja alle. Also das da ist ja quasi erledigt. Hier muss man aber noch ein bisschen gucken. Na, ich dachte, vielleicht komme ich noch da hoch und kann hier ein, zwei Felder für mehr Prestige einnehmen, aber ich glaube, das schaffe ich gar nicht. Shit, vor allem... Ach ne, drei Siegfelder. Ah doch, fünf für Sekunde. Das heißt, das muss ich auch noch mit einnehmen, wenn ich wirklich den Bonus haben will. 1, 2, 3. Na, wo ist denn... Ne, okay, alles klar. Also, wir versuchen es nur primär zu schaffen, denke ich. Gut, dass der überlebt hat und nicht ganz kaputt ist, die Luftabwehr von mir. Aua, nicht gut. Ach, ging noch. So, Kollege Bomber. Ich glaube, wenn man den komplett blockiert, kann der nicht wegfliegen. Da müsste ich aber einen Bomber für hier hinstellen. Ne, pass auf, ich stelle den Aufklärer dahin. Und ziehe den Bomber hier hin. Weil ich meine, der könnte jetzt nicht weg. Bin ich ganz sicher. Ergibt sich wahrscheinlich. Nö, macht er einfach nicht. Okay. Oh, gerade kein Stress, ne? Alter, kann man den mal irgendwie kaputt machen, bitte? Also, gut. Den auch noch. Tja, das ist eine echt teure Kampagnenmission hier. Ist natürlich wieder voll. Aber was soll ich machen, ne? So, wo macht es Sinn zu supporten? Da komme ich genau nicht hin. Cool. Tja, dann... Oh, ne, Luftabwehr. Okay, also ich ziehe ihn jetzt nicht zurück. Ich habe ja gesagt, mache ich nicht, aber ich bombardiere natürlich nicht, damit er nicht... Aber er schießt sowieso in seiner Runde. Aber nicht jetzt hier doppelt. Also nicht in meiner Runde und dann in seiner auch nochmal. Das muss ja nicht sein. So, Panzer kann ich noch bewegen, aber nicht zu der Pack, sondern... Ja, doch schon, aber nicht direkt dran. Dann muss er sich nämlich von dem erhöhten Gelände bewegen, wenn er den angreifen will.
Kann ich nicht. Ich habe ja geschossen aufs Flugzeug. Okay. Den Panzer kann ich noch nach oben ziehen. Mache ich auch. Das ist doof, dass die auf diesem erhöhten Ding da stehen. Das ist ein Riesenvorteil für die. Aber ich könnte die Artillerie hinterherziehen. Das ist relativ riskant hier. Ich will die Flugzeuge gar nicht wegfliegen, damit ich ihn eingekesselt halte. Ich ziehe mal meinen taktischen Bomber drüber. Einfach nur damit, wenn er jetzt mit irgendeinem Jagdflugzeug kommt, nicht direkt ihn angreifen kann. Also die Artillerie. Dann am besten noch hier eben Pferdewagen, kriegen die noch mehr Schaden und so. Muss ja nicht sein. So, nicht wieder den hier unten vergessen. Ach nee, das war er, alles klar. Hier keinen vergessen. Hier greift weiter an. Und ich ziehe ihn einfach mal weiter hoch. Der bleibt da stehen. Ich hätte irgendwas hier noch machen können, damit der eingekesselt wird, aber ist jetzt halt nicht so. Okay. Ende des Zuges. Auch echt hart, wie viel die Gegner hier immer wieder auffüllen, replenischen. Das ist normalerweise sonst in den Kampagnenmissionen nicht gewesen. Einfach wahrscheinlich, weil die dann da nicht so viel Nachschub haben oder so, aber hier, Alter, denen geht's ja richtig gut, wa? Hä? Er ist nicht zurückgeflogen, aber konnte den hier replenischen? Ist ja völlig albern. Tja. Bringt das dann natürlich nichts. Ne? Das ist schon die Luftabwehr, schon wieder fast voll. Scheiße, ich würde da gerne supporten, aber das geht halt nicht. Die Artillerie hier, okay, kann sogar schießen. Ja, ist nicht geil, aber ich mache das trotzdem. Man kann ja auch Einheiten aufteilen, so dass die dann mehrere Felder besetzen. Das ist dafür gedacht, dass ich einfach zum Beispiel dreimal angreife mit der Einheit, wenn ich die aufteile. Ne, ich glaube zweimal kann man nur aufteilen, also nur eine weitere splitten. Aber dann hat man zumindest schon mal zwei Einheiten, die angreifen können, was ihnen dann zweimal Munition kosten würde. Und so kann man die auch down bringen, wenn die sich quasi immer nur verteidigen müssten. Aber so diese Welle-um-Welle-Taktik ist jetzt da eigentlich nicht so geil und so intelligent. Und ja, habe ich jetzt auch nicht wirklich die Truppen zu, sag ich mal. So Leute, und wenn wir jetzt hier endlich mal mit supporten, dann solltet ihr die ja wohl mal wegmachen können, ne? Ja, super. Ich kann halt hier nicht wirklich was gegen machen. Gleich, denke ich, mit der Artillerie da hinten dran. Aber so halt noch nicht. Also eigentlich sollte man vielleicht hier auch nicht so lange rumhampeln und die einfach überrennen. Also einfach wirklich Panzer und Panzer da reinhalten. Möchte ich aber nicht. Also es gefällt mir gar nicht sowas. Aber einkesseln werde ich die jetzt. Ja. So, dann kann er nämlich moraltechnisch hier und ich meine auch das da nicht mehr aufbauen. Ja, das glaube ich ganz gut. Das ist hier echt scheiße, aber ich muss irgendwie weiter da oben ran. Und ja, keine Ahnung. Irgendwann mal rasieren. Ich werde die mal einmal bremschen. Die Luftabwehr stört natürlich, deswegen kann ich hiermit nicht viel machen gerade. Aber gut, ist dann so. Tja, das wird eng. Runde vorbei. Jetzt mit dem dritten. Wäre geil, wenn die endlich mal wegmachen würden. Na? Weil da auch ständig wird er replenished und die nehmen einfach dieses Feld nicht ein. Ja, super. Der will ich jetzt auch erstmal auffüllen, weil das bringt ja irgendwie gar nichts, da immer drauf zu gehen.
Da sind halt eigentlich nur noch zwei. Weiß ich nicht. Mal alles auffüllen. Bis dahin, wobei der hier intelligenter wäre, aber der kommt nicht dahin hin. Meistens kommen die taktischen weiter als die strategischen Bomber, ist jetzt, nein, die strategischen kommen weiter als die taktischen, ist jetzt hier aber nicht so, ich meine, es ist ja auch nur umgebaut wie U52, ne? Also es ist ja eigentlich nicht wirklich so der mega, das ist auch noch eine Art, ist jetzt eigentlich nicht so der mega Bomber. Tja, ich weiß es nicht. Vielleicht sollte ich den da einfach ignorieren, aber ich brauche. Ah, okay, zwei Felder brauche ich zumindest. Das kann doch nicht sein. Sind die alle schlecht? Jetzt wird ein schmales Feld eingenommen. Infanterie ist auch die Elite der Elite, dass sie hier auch noch einen verlieren, wenn es nur noch ein Gegner ist. Das ist Quatschzug, mache ich nicht. Da komme ich nicht hin, schade. Der muss gleich weg, dann können nämlich die Flugzeuge machen, was sie wollen. Ja, und der da muss weg, aber ohne Einkesseln wird das nichts. Also, ah, okay, aber ich könnte hier gegen die Erde gehen. Das ist schon mal nicht schlecht. Verkehrt. So, und dann drauf, damit er nämlich zumindest ein bisschen Moralschaden kriegt. Ich glaube, wenn er den Panzer angreift, weil es quasi ins offene Gelände geht, hat er einen ziemlichen Nachteil. Deswegen denke ich nicht, dass er es macht, wenn doch, gut für mich. So, die werde ich jetzt hier völlig einkesseln, einfach damit die sich da nicht wegbewegen können, die Artillerie nicht direkt auf die Schnauze kriegt. Wobei, warte, ich sollte wieder am Flugzeug drüber ziehen. Kann er jetzt gleich drauf schießen, aber ist mir egal. Gut, da kann ich nichts mehr machen. Hier werde ich, glaube ich, diese Pack einfach ziemlich ignorieren. Ich meine, ich habe jetzt auch nicht viel davon, wenn ich da woanders noch hinfahre. Eingekesselt ist er auch nicht mehr, aber dann sollen die sich mit den Brückenpionieren da kloppen oder auch nicht. Aber ich würde sagen, ich gehe, wenn jetzt nur noch wirklich hier oben drauf gucke, dass ich die zwei Felder da endlich krieg und dann ist auch Feierabend hier. Ah, nee, das wollte ich nicht. Ich wollte das. So. Ja, komm, na endlich. Okay, gutes Ziel für die Pack und für den Panzer jetzt. Ja, da auch, die greifen ins offene Gelände an und da haben sie natürlich einen riesen Nachteil gegen die Panzer, genau wie die. Also, da ist die, ja super, da ist die KI natürlich ein bisschen schwach, weil hätte er einfach mit den beiden Einheiten hier überhaupt gar nicht angegriffen, sondern wäre immer nur stehen geblieben, ich hätte die da nicht weggekriegt. Also so gut wie unmöglich. Hier über x Runden, wenn die eingekesselt sind, aber so wirklich funstert halt nicht. Jetzt habe ich sie hier aber ziemlich. Acht. Habe ich die nicht gerade alle geclenched? Keine
Da haben wohl viele sich drüber beschwert bei dem Spiel, vor allem mit den Stukas, dass also beim normalen Panzer Corps 2 nicht hier den DLC, sondern mit dem normalen halt, dass man die alle nicht auseinanderhalten kann. Verstehe ich überhaupt nicht, weil, also ich meine, klar, sind dann alle ungefähr im gleichen Tarn und so, aber Stuka sieht jetzt schon anders aus als eine E109 oder so. Und behändlich. Und keine Ahnung, dann haben sie das sogar irgendwie gepatcht oder so. Ich meine, man kann ja sogar hingehen, wenn einem das alles nicht gefällt. Oder man meint, man muss das da irgendwie ein bisschen weiter abheben. Kann man sich ja hier so eine Tarngedöns dran machen. Ne, zack, so, dann ist immer klar, ah, okay, der blaue ist mein Aufklärer oder sowas. Also ich erkenne die auch so irgendwie ganz gut, aber keine Ahnung, scheinen manche Leute Probleme mit zu haben. So, ich glaube hier gerade, aber bei denen vielleicht doch. Das hätte ich gesagt, nicht übertreiben, aber ich meine, nur Moralschaden ist in Ordnung. Ich könnte diesen Panzer dann auch wegziehen. Mit dem Aufkleber dasselbe machen, mache ich auch. Hat sich ergeben, sehr schön. So, das heißt, Bahn ist frei für Flugzeuge. Da hier, da war ja jetzt in Ordnung. Okay, komme ich sogar dahin, könnte ich aber auch mit dem machen, mache ich auch. Heißt, ich supporte jetzt einfach hier. Da gehen wir mal drauf. Naja, der kommt da wieder nicht hin. Kommt da auch nicht hin. Dann darf der hier drauf gehen. Klar, wieder nicht kaputt gemacht, aber der sollten doch jetzt kriegen. Da ist ja immerhin auch ein Held drin. Hallo, hier ist der Anführer und so. Sehr schön. So, der bleibt da stehen. Der, weiß ich nicht, ziehen auf jeden... Ach nee, kann ich nicht. Flughafen ist voll. Ach, guck mal, da oben das Flugfeld würde gehen. Da kann ich jetzt eventuell auch die U nach vorne ziehen. Ja, mache ich mal. Einfach damit ich die da gleich zur Verfügung habe, um hier zu supporten. Gut, zwei Runden nur noch, aber ich brauche auch nur noch ein Siegfeld. Also ich meine, ziemlich madig, wir haben nämlich so gut wie gar nichts geschafft, außer hier dann das Primärziel. Aber ich meine, willst du machen, ne? Oh Gott, jetzt kommt er mit seinem Elite-Panzer hier hin. Ich dachte, der bleibt da in diesem Bereich von der Basis vielleicht. Ist ja offenbar nicht der Fall. Ja, die Artillerie hätte ich schon gerne weg, kriege ich jetzt aber nicht. Na doch, mit dem Bomber hätte ich sie gekriegt. Mist, und jetzt kann ich mit den anderen da natürlich nicht hin, denke ich. Ja, war ja klar. Besser. So und so, damit er geschützt ist. 1-4 ist in Ordnung. Der Panzer wäre cool, aber ich gehe erstmal mit ihm drauf. Mach dann das Feld frei und setze dann mit dem Panzer nach. Okay, oder halt so. Ja, ist gut. Wahrscheinlich ergibt er sich jetzt. Ja. So, heißt, es geht nur noch um dieses Feld, aber Zeit ist echt verdammt wenig. Tja. Sehr gut. So, denn jetzt kann ich hier anfangen, aber ich habe die noch nicht eingekesselt. Doof. Müsste da oben hin. Jetzt könnte ich nämlich anfangen, hier Moral so langsam zu brechen. Problem ist hier, ihr seht das, ich kann mit den Truppen... Ah, okay, der Flan, das ist wahrscheinlich der Flammenpanzer, ne? Der geht. Und die Infanterie geht so mittel. Okay, wir setzen diesen Panzer mal ein, weil ich muss jetzt alles tun, um irgendwie dieses Feld da zu kriegen. Toll, nicht so viel gebracht, aber es ist ein Anfang. Da will ich eigentlich nicht hin. Die Pack bleibt da zur Abwehr. Der schießt da gleich drauf. Taktischer Bomber drauf.
Eben nicht taktischer, sondern strategischer. Aber oh, ich glaube, das könnte sein, dass ich tatsächlich jetzt die Mission verkacke und es nicht schaffe. Das Feld da ist besetzt, also ich will ne, einfach reinfahren, aber das wird nicht funktionieren. Ja, steht ja noch eine Einheit. Das ist gar nicht gut. Das ist sogar richtig Mist. Geh mal hier hin, damit ich alles zur Verfügung habe, um Felder frei zu machen und nachzurücken. Ich denke nicht, dass das was wird. Jetzt sind die Felder natürlich auch blockiert für deren Infanterie. Okay, das war gut, dass der mich jetzt daraus angreift. Verliert er zumindest ein paar Truppen. Ja, er weiß auch nicht. Mal ist er am Start, mal ist er wieder weg. So, letzte Runde heißt, wenn ich das Ding jetzt nicht krieg, habe ich verloren. Also, ich müsste da oben hin. Die Artillerie ist jetzt gerade egal. Ich müsste da oben hin, damit er als eingekesselt zählt. Dann hier immer im Wechsel angreifen, Felder freimachen. Mit der Artillerie natürlich drauf. Und, also genau, ihn nehme ich erstmal nur fürs Einkesseln. So, dann schieße ich die Artillerie drauf. Dadurch wird er zwei Truppen verlieren. Hierdurch aber Moral. Ich glaube fast, dass das mehr bringt. Schwer zu sagen. Ne, ich gehe auf Truppen. Weil, es sind nur noch 8 und ich habe hier, glaube ich, genug, um das zu regeln. Ein Aufklärer da dran wäre cool, bevor die anderen schießen, aber tun's nicht. Okay, ich nehme erstmal ihn, weil er schon relativ angeschlagen ist. Dann ziehe ich einen Aufklärer hin, um für ihn hier einen Bonus zu haben. Sehr gut. Jawohl, und da ist das Feld. Mehr werde ich aber wohl nicht klar. Okay, da ist nochmal ein Pack, sehr schön. Na schade, ich dachte, ich kriege vielleicht noch ein Feld für Prestige, weil also dieser Einsatz hat echt viel gekostet und ich habe wirklich nicht viel geschafft. Ich meine erfahrungstechnisch, okay, er hat jetzt hier seinen ersten Stern, also ne, immerhin etwas, aber das war schon, also ich habe zwischendurch gedacht, das wäre relativ easy alles machbar, weil ich dann gesehen habe, wie viel da so rumstand und ich meine dann noch, wie langsam das hier vorangegangen ist, ja, war es natürlich nicht so gut. So, historisch gesehen, geil, beim letzten Mal war es nur in Englisch, ne, ist gepatcht worden offensichtlich. Historisch, die Truppen der Nationalisten und ihrer Verbündeten konnten in den ersten Monaten des Bürgerkriegs schnelle Vorstöße erzielen. Die professionellen Soldaten der Armee von Afrika bezwangen die schlecht ausgerüsteten, eilig gebildeten Milizverbände der Republikaner, die den Vorstoß nach Madrid vereiteln wollten, in kürzester Zeit. Innerhalb von nur wenigen Monaten stieß General Franco quer durch das halbe Land vor und traf nun Vorbereitung für eine groß angelegte Offensive zur Einnahme der Hauptstadt Madrid. Ja, Sieg, sehr überragend. Wir gucken jetzt noch eben in die nächste Mission mal rein. Der sieht aus, Junge. Okay. Herr General, Kapitän Vega ist am Telefon. Eine dringliche Änderung von General Francos Befehlen. Person am anderen Ende der Leitung spricht. Sie haben ihm doch sicher gesagt, dass es dadurch zu Verzögerungen beim Vorstoß auf Madrid kommen wird, oder? Die Person am anderen Ende der Leitung spricht. Ich verstehe. Die Legion Condor steht zu ihrer Verfügung. Wagner, Ende. Oberleutnant Wagner legt den Hörer auf. Herr General, wir haben den Befehl erhalten, nicht weiter auf Madrid vorzurücken, sondern in Richtung Toledo kehrt zu machen. Offenbar werden die Nationalisten dort seit Beginn des Putsches vor mehreren Monaten belagert und Franco will, dass sie gerettet werden. Also das da sind quasi alles, okay, das alles sind Verbündete, also hier die Orangenen. Allerdings, ihr seht, die sind ja völlig am Sack. Also hier steht überall Artillerie irgendwie rum, die sind total eingekesselt, können nicht viel machen. Können im Prinzip nur, denke ich mal, auch die sollten direkt zurückfallen hier in diese Stadtfelder, weil man die ziemlich gut als Infanterie verteidigen kann. Und ja, die sitzen auf jeden Fall ziemlich in der Patsche und da sollen wir jetzt helfen. Primäres Ziel, sichern Sie 7 Siegfelder, Alter. Ich meine, gut, die liegen hier alle relativ nah zusammen, ich kann gerade nicht scrollen, also es scheint so, als würden die relativ nah zusammen liegen. 2 hat man schon von Beginn an.
Bonusziele erobern Sie alle Siegfelder. Okay, dafür müsste ich gleich einmal sehen, wie viel das denn tatsächlich sind und wie verteilt die sind. Bonusziel, der Gouverneur von Toledo muss überleben. Wie macht er das denn? Ist das der Gouverneur hier mit der Artilleriekanone oder Alcazar Toledo oder er hier, dass der in der Einheit drin ist? Das könnte sein. Finde ich ganz cool. Also das Heldensystem finde ich eh ganz super und dann aber auch, dass die sowas hier machen. Also so wie mit diesem Panzergeneral vorhin oder jetzt hier dem Typen. Das finde ich sehr geil. Unsere Spanschau-Verbündeten haben sich in Bewegung gesetzt und sind bereit, die feindlichen Belagerungstruppen hier und hier bei Toledo anzugreifen. Sie werden wie immer am effektivsten sein, wenn wir ihren Vorschuss mit Artillerie und Panzern unterstützen. Tja, das sehen wir dann. Wir sollten jedoch überwiegend im Norden operieren, da dort das Gelände nicht so unwegsam ist und unsere Fahrzeuge dementsprechend besser zurechtkommen werden. Genau, das sieht aus wie perfekt für Panzer. Sieht eher aus, als wäre das eine recht große Schlacht hier. Es geht das Gerücht um, dass die Republikaner wegen unseres Vorstoßes die Belagerung von Toledo mit einem letzten Angriff schnell beenden wollen. Wenn wir jedoch zügig genug vorrücken, können wir vielleicht noch eingreifen, die feindlichen Infanterieverbände dezimieren, bevor sie die Stadt erreichen. Wäre sinnvoll, denn in der Stadt, wie gesagt, hat Infanterie einen riesen Vorteil. Auf zum Sieg für das Deutsche Reich. Okay, Lagebesprechung beenden. Ich habe einen neuen Helden bekommen, beziehungsweise hier Wolfgang Weiß ist zu einem Helden jetzt belobigt worden und hat hier einen ziemlich geilen Perk, weil das da heißt, egal wie hoch die Initiative ist, der haut immer zuerst zu, was ziemlich geil ist. Das heißt, man kann auch gegen Einheiten, die normalerweise immer schneller als einer selbst sind, immer zuerst zuhauen. Das ist sehr gut. Okay, gucken wir nachher mal, wo wir den reinpacken. So, die Sache ist allerdings, die Map ist schon relativ groß. Das geht nur über 18 Runden. Und 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Siegfelder, wenn ich das richtig sehe. Ne, es muss aber noch mehr geben. Achso, okay. Wahrscheinlich 9. Nochmal. Also. Die Siegfelder. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, wenn ich das jetzt nicht doppelt gezählt habe. Und wahrscheinlich hier 10. Keine Ahnung. Müssen wir mal gucken. Sieht ja jetzt erstmal aus so, oh cool, er lebt ja noch und ich habe ja schon 4 von 7 Feldern. Aber ich denke mal, hier wird es einen ziemlichen Ansturm geben und ich kann die nicht kontrollieren, sondern die machen das. Das heißt, ich würde die direkt einfach alle hier zurückziehen, schön in der Stadt verschanzen. Das ist so schwer, da reinzukommen. Und es gibt ja hier einiges an Truppen, was vorrückt. Alles Infanterie, aber muss man gucken. Hier sieht das Gelände eigentlich auch okay aus für Panzer, wobei man immer aufpassen muss mit den erhöhten Dingern. Ich glaube, hier ist tatsächlich leichter. Dann rollt man hier einfach drüber und ist dann auch relativ schnell da. Problem an der ganzen Geschichte ist, erstens, wir haben wieder nur 40 Truppen maximal zur Verfügung. Das heißt, ich kann nicht viel kaufen und machen. Ich kann 12 Hilfstruppen einsetzen, ist aber teuer auf Dauer. Und kohletechnisch habe ich zwar wieder ganz gut was gekriegt vom letzten Mal zu jetzt, aber trotzdem nicht so geil. Ich gucke mal eben, ob es irgendwelche neuen, gibt es natürlich hier nicht, ob es irgendwelche neuen Fahrzeuge oder neues Gerät gibt. Nein. Nein, schade, ich hatte nochmal einen neuen Jäger. Nein. Ich will mal eben gucken, wie bei den Italienern die Jäger sind, weil dieser Preda ist gar nicht schlecht. Der Deutsche hier ist gegen Flugzeuge eine Wurst. Eigentlich ist der gegen alles scheiße, aber okay, er hat halt 3. Und in der Verteidigung 2. So, und bei den Italienern. Hey, hatten die nicht hier vorhin den. Ach so, hier, okay, als Jagdbomber. Ist trotzdem etwas besser. 5 und 2, also im Angriff ist er zumindest besser. Man könnte sagen, er ist fast doppelt so gut wie die deutschen Flugzeuge, aber tja, ist aber die Frage, ob man die Hilfstruppenfelder dafür ausgibt, weil die können Infanterie haben. Und dieser Panzer hier war auch ein Stück stärker als meine. Gepackt bei denen, scheiße. Flugabwehr, nur erbeutet, haben keine eigene oder was. Artillerie ist ganz cool bei denen eigentlich. Aber ich denke, das wird eher was fürs nächste Mal.
muss mir also echt gut überlegen, was ich hier so einsetze. Das Problem ist, dass man, oder so wie ich es sonst in der Kampagne gemacht habe, da sah das so ähnlich hier aus, aber natürlich mit viel besseren Flugzeugen. Und da haben die halt mehr gemacht. Also man hatte schneller die Lufthoheit und selbst wenn man die nicht hatte, die Bomber waren viel gefährlicher und man hat richtig abräumen können damit. Hier machen die halt nicht so viel, belegen aber einiges an Feldern. Also die jetzt nicht, das ist glaube ich immer nur ein Feld. Ja, es sind Italiener. Okay, sind doch zwei Felder sogar. Okay, der hier eins, aber nur der Aufklärer. R2, R1. Ist jetzt halt nicht richtig cool. Und deswegen, ja, weiß ich nicht. Muss ich echt schauen, dass ich überhaupt keine Infanterie habe, ist halt doof. Und dass ich die nicht steuern kann, ist auch doof. Ich meine, ist dadurch auch eine Herausforderung. Und mal gucken, vielleicht ersetzt sich noch ein Panzer 1 gegen diesen Dings hier, den Erbeuteten, weil der einfach ein bisschen besser ist. Aber das kostet dann auch wieder Kohle. Die Pack hat bisher, oder die Packs, vorhin hatte ich ja noch eine mehr oder so, meine ich, haben noch nicht viel gemacht. Die Artillerie wird mir ständig zerschossen. Ist natürlich, ich meine, klar, man könnte es auch einfach mal ein bisschen besser schützen. Aber trotzdem nicht so geil. Flugabwehr bringt nur bedingt was. Also ich bin echt ein bisschen ratlos aufgrund von den Einheiten, was man da so machen soll. Und vor allem, ich habe ja diesen Panzergeneral-Perk genommen. Und trotzdem habe ich hier schon echt Probleme. Vielleicht sollte ich wirklich auf das setzen, was die sagen. Also Panzer und Artillerie. Pack einfach weg, Flugabwehr weg. Das regeln die hier. Lufthoheit ein bisschen aufgeben, also die in Reserve. Hier vielleicht nur zwei behalten, einen in Reserve. Dann hätte ich nämlich noch einiges an Feldern frei. Könnte vielleicht noch ein, zwei Panzer holen. Weil, das Gute ist ja hier, genau, normalerweise kosten die wahrscheinlich ein Feld mehr, aber wegen dem Panzergeneral-Perk kosten sie halt weniger. Und dadurch sollte ich halt auch auf die Panzer gehen und mehr davon aufstellen, ne? Würde ich mal sagen. So. Ja, und Artillerie vielleicht einfach, weil ich sie nun mal habe. Ich meine, hat der Gegner jetzt hier in dem Fall auch irgendwie ganz viel, aber ich glaube, dass meine da ein bisschen besser ist. Und normalerweise läuft das ja auch so, ne? Dass man irgendwie hier, dass man, na, ich muss gerade gucken, wäre lustig, wenn ich jetzt dem anderen hier eine Tarnung geben könnte. Geht das? Das ist ja albern. Ich meine, vielleicht um die für mich zu markieren, dass man weiß, ah, das ist eine besondere Einheit oder so, aber ist ja trotzdem ein bisschen doof. Nee, also vielleicht sollte ich gucken. Normalerweise macht man das ja mit Artillerie erst aufweichen und dann mit den Einheiten rein. Im Idealfall noch mit Luftunterstützung. Alles super. Dann sind nämlich die eigenen Verluste auch nicht immer so hoch wie sonst irgendwie jetzt ständig. Aber ich muss mal gucken. Also ich fand die letzte Mission ziemlich hart. Ich muss mal schauen. Ich denke aber echt, wir überlegen beim nächsten Mal, wie genau was machen. Und werden dann gucken. Also ich denke mal, die Panzer sind auf jeden Fall dabei, Aufklärer vielleicht. Aber wie ich gerade gesagt habe, vielleicht schränke ich den Rest ein bisschen ein, gehe mehr auf Panzer und Artillerie, um hier zu supporten, damit die einfach ein bisschen schneller vorankommen. Und hier oben mit den Panzern blitzkriegmäßig einfach drüber rollen, alles wegmachen. So, das wäre der Plan. Mal gucken, ob das funktioniert. Werden wir, denke ich, beim nächsten Mal sehen. Ich weiß zu dem Zeitpunkt jetzt aber noch nicht, wann ich hier mit dem Video weitermache, weil zum einen die Missionen immer recht lange dauern und ich auch echt gucken muss, wie ich wann was hier geregelt kriege. Trotzdem an dieser Stelle erstmal vielen Dank fürs Zusehen und ja, ich denke, bis zum nächsten Mal. Tschö!